so ein gigantisches Bauwerk, wie die das früher gemacht haben. Heutzutage bekommen die das nicht mal hin, einen normalen Flughafen zu bauen. Guten Morgen, Cassie. Jetzt geht's weiter. Zuallererst möchte ich euch den Ausblick nicht vorenthalten. Das ist der Ort Weißig. Und ganz da hinten, da seht ihr Raten, die Lokomotive, die Bastei, da ist jetzt eine Wolke davor. Hier sind die Rauensteine. Und hier geht's steil bergab. Hinter den Bäumen, weiß ich nicht, ob man das gut sieht, ist der Lilienstein. Und ein Stück weiter hinten der Königstein. Das ist unser Ziel heute. Guckt euch doch mal diesen blühenden Raps an. Wie schön das aussieht, dieses Knallgelbe mangt diesen schönen Grün der Blätter. Leider ist der Blick heute nicht so schön, aber den Königstein kann man etwas sehen hinter den Wolken. Guckt mal, die Spielzeugeisenbahn da unten. Sieht aus wie eine Modelleisenbahn, oder? Fährt jetzt gleich in den Bahnhof Königstein ein. Hier steht irgendein Gebäude. Ich muss mal gucken, was das sein soll. Wisst ihr eigentlich, warum der Malerweg Malerweg heißt? Weil der Künstler namens Johann Alexander Thiele, der hat viele Kunstwerke hier erschaffen im 17. 18. Jahrhundert in etwa. Und einige der Kunstwerke, die stehen hier immer am Wegesrand. Und genau an diesen Stellen, wo man diesen Ausblick sieht, der auf dem Kunstwerk festgehalten ist. Hier zum Beispiel sehen wir ja den Blick ins Tal Richtung Königstein mit der Elbe, der Festung Königstein. Und hier steht auch gleichzeitig das Bild des Künstlers. Also deshalb Malerweg, ganz einfach. Aha, jetzt weiß ich's. Das ist das Biedermannsche Mausoleum. Auf Wunsch der Baronin Helene von Biedermann wurde diese Familienbegräbnisstätte 1920/21 gebaut. Beigesetzt wurden hier Freifrau von Biedermann, die Mutter des Barons, dann die Baronin Helene von Biedermann, Erich Moritz Baron von Biedermann und Domenica Freien von Biedermann. Aber weil das Mausoleum mehrfach geplündert wurde, aufgrund der wiederholten Störung der Totenruhe, wurden die vier Verblichenen zur letzten Ruhe auf dem Friedhof in Königstein beigesetzt. Das Grab soll heute übrigens noch existieren, allerdings anonym und Efeu überwuchert. Hier kommt man an einer Schokoladenmanufaktur vorbei. Schokoladenmanufaktur am Malerweg. Und hier hängen Zitronen und Orangen an den Bäumen. Aber er sieht nicht gut aus, der Baum. Wisst ihr, was ich doof finde? Dass der Malerweg durch Orte geht, wo auf den Straßen nicht mal ein Gehweg ist. Also ich wandere hier durch einen Ort. Ich vermute mal, das haben die gemacht, um den Tourismus in die Dörfer hier zu holen. Aber erstens sind die nicht wirklich sehr sehenswert. Hier, ich kann ja mal kurz zeigen. Ist jetzt nichts weiter los hier. Und außerdem gibt es hier auf dieser Straße keinen Gehweg. Und andauernd kommen hier Autos. Finde ich nicht so schön für einen Wanderweg. Wenn ich hier einige der Häuser betrachte, da scheint die Zeit echt stehen geblieben zu sein. Also ist jetzt nicht so sehenswert, hier durchzulaufen. Cassie muss erstmal baden. So, schaut mal da oben. Gleich haben wir es geschafft. Königstein. Da drüben ist auch gleich nochmal der Lilienstein mit seinen schönen Rapsfeldern ringsherum. Da sind wir heute im Laufe des Tages einmal rundherum gelaufen. Was für ein gigantisches Bauwerk. Hier fährt übrigens auch so eine Bimmelbahn hoch. So, jetzt sind wir gleich am Eingang angekommen.
So, jetzt bin ich in Königstein wieder angekommen. Und damit beende ich die heutige Wanderung vom Malerweg. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann müsst ihr meinen Kanal abonnieren. Und zwar hier.